herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und ich möchte euch heute den Millennium Falcon aus der Legacy-Serie vorstellen, den die Firma Hasbro im Jahr 2008 herausgegeben hat. Die Ausstattung sowie seine Länge von 79 cm lassen dieses Fahrzeug zu Recht den Beinamen BMF tragen, Big Millennium Falcon. Es ist somit das größte Fahrzeug, was die Firma Hasbro bzw. Kenner jemals herausgegeben hat. Natürlich dürfen auch einige elektronische Features nicht fehlen und daher sind auch viele Light- und Soundeffekte mit an Bord. Die nachfolgenden Bilder zeigen den Falcon von außen. Hier kann man den hohen Detailgrad erkennen, der bis zu diesem Zeitpunkt von noch keinem Fahrzeug erreicht worden ist. Des Weiteren sehen wir die Rampe, welche nun von selbst herausfahren kann, sowie den Escape-Pod, der im Film nie dargestellt worden ist und man aus einer Art Hangar herausnehmen kann. Die Antenne sowie die Dachkanone lassen sich nun von außen bedienen. Dazu sei gesagt, dass der BMF das einzige Fahrzeug ist, was auch eine untere Kanone hat. Zum Schluss sehen wir noch die vordere Kanone sowie das Triebwerk, welches auch mit Light- und Soundeffekten ausgestattet worden ist. Aber nun, Licht aus, Spot an, Herr Kapellmeister, Musik. Nee, halt schon. Damit haben wir schon mal Probleme bekommen. Ich möchte die Trompeten wieder. Na, geht doch. Kommen wir nun zum Interieur des Falcon. Auch hier wurde ein sehr hoher Detailgrad erreicht, wie man sehen kann, auch mit Light- und Soundeffekten. Diese Light- und Soundeffekte stammen unter anderem aus den Teilen A New Hope und The Empire Strikes Back.
taken your first step into a larger world. It's not wise to upset a Wookiee. I suggest a new strategy, R2. Let the Wookiee win. With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight? You see? You can do it. You've taken your first step into a larger world. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen oder aber ihr abonniert gleich meinen Kanal oder aktiviert die Glocke, so entgehen euch auch keine zukünftigen Videos mehr. So würde ich sagen, bis denn und mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.